Guten Tag, ich begrüße Sie an diesem Mittwoch, den 23. November, zu einem Meilenstein in meiner Entwicklung, in meinem wissenschaftlichen Institut und Verlag und zusammen eben mit dieser Person hier. Mit Sabina, wie sie bei uns im Hashtag heißt, Kongstedt, mit Sabina Kongstedt, in einer Geschichte, die sich seit Mai 2021, also jetzt etwa 1,5 Jahre, entwickelt hat. Wir stehen heute an einem Übergang zu einer ruhigeren Zeit, zu einer Zeit, wo ich mich dann auch jetzt zurücknehmen kann. Ich habe sehr viel an diesem Forschungsvorhaben gearbeitet. Es gibt einiges an Output, der, denke ich, der wirklich öffentlich werden wird. Und es gibt sehr viel Primärdaten, die einfach bei mir jetzt auch noch einfach auch ein bisschen herumliegen, weil das bin ich dann am Schluss jetzt so überschüttet worden mit Daten, dass ich das zuerst jetzt einmal überhaupt einmal sichten auch noch muss und dann ordnen und in die Form bringen, wo man es auch aufbewahren kann und oder auch ausliest dann eben, was dann auch öffentlich davon zu machen ist. Ich bin sehr gerührt jetzt schlussendlich auch mit Tränen tatsächlich, als ich vorhin diese eigentlich die wichtigsten Punkte dann gesehen habe. Ich möchte es auch klar sagen, denjenigen, die das einfach nur abwerten, die auch die Person abwerten, die da mir gegenüber in Erscheinung getreten ist. Ja, was soll ich sagen? Ich denke jetzt einfach an die Person, die also ihre körperliche Identität zur Verfügung gestellt hat. Die das einfach nur als Betrug abwerten. Die haben nicht recht. Also auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, dass ich diese Person schützen will, weil erstens, weil sie ist eine enorme Kämpferin. Also einfach gerade so, was jetzt da gerade da ist. Also das ist diese, sie heißt wirklich Sabina Hogg. Deshalb auch die ein bisschen merkwürdige Darstellung jetzt hier, damit ich das wirklich zeigen kann. Korporal war sie damals, Sabina Hogg. Und das ist sie auf der, bald auf der Ziellinie dieses,